Liebe Freundinnen und Freunde des Stadtarchivs, wir haben heute eine kleine filmische Impression aus dem Archiv für Sie vorbereitet. Dabei geht es um ein ganz besonderes Archivale, das genau genommen im Archiv eigentlich gar nichts verloren hat. Das Stück, das wir Ihnen vorstellen wollen, ist eine Tasse aus dem Ersten Weltkrieg. Eine weiße Tasse mit einer in Gold verzierten Widmung, die wir vor einiger Zeit für, ich glaube, 10 Euro über ein großes Online-Auktionsportal erworben haben. So, hier ist die Tasse. Die Kollegin holt die Tasse gerade aus dem Schrank und dann schauen wir mal gleich als erstes, was denn eigentlich auf dieser Tasse zu lesen ist. So, hier haben wir die Tasse einmal in Großaufnahme. Und was lesen wir? Meiner lieben Freundin Gertrud Wagler. Zum Andenken aus Duisburg im Kriegsjahr 1914 bis 1917. Gewidmet von deiner Freundin Johanna Fitzen. Das ist der Text, den wir auf dieser Tasse lesen. Eine Frau aus Duisburg, Johanna Fitzen, hat also damals für ihre Freundin als Andenken und zur Festigung des Freundschaftsbandes im vorletzten Jahr des Ersten Weltkriegs diese Tasse anfertigen lassen. Für die Archivarin und den Archivar ist das natürlich fast schon so etwas wie eine Aufforderung zu einer kleinen genealogischen Fingerübung. Was lässt sich denn über die Person heute noch im Archiv ermitteln? So wie es aussieht, stammt Gertrud Wagler nicht aus Duisburg. Wir haben jedenfalls über sie keine Quellen gefunden. Dafür aber haben wir gleich mehrere Informationen zu Johanna Fitzen entdeckt. Wir sehen hier das Heiratsregister aus dem Jahr 1923. Johanna heiratete damals Hubert Bartholemy. Aus dem Heiratsregister können wir ersehen, dass sie bei Anfertigung der Tasse 19 Jahre alt war. Hier sehen wir nun das Sterberegister aus dem Jahr 1969. In diesem Jahr ist Johanna Bartholemy, geborene Fitzen, in Duisburg gestorben. Viel ist das zugegebenermaßen nicht, aber es ist doch erheblich mehr, als die Tasse preisgibt. Wir fanden es auf jeden Fall spannend und ich hoffe Sie auch. Wenn Ihnen unser kleiner Film gefallen hat, lassen Sie es uns wissen. Wir überlegen momentan noch ein bisschen mehr mit dem Medium Film zu machen, und zwar bewusst in einer Form, die keine Kosten verursacht und sich deshalb leicht und ohne großen Aufwand produziert.